Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog und nachdem wir uns letzte Woche den Match-EQ von Logic Pro X angeguckt haben, mit dem man seinen Mix optimieren kann, schauen wir diese Woche mal auf einen Equalizer, mit dem man auch in anderen DAWs damit arbeiten kann, also mit einem Match-EQ. Das ist der FabFilter Pro Q2 und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog in meinem kleinen Kanal, in dem ich dir helfen möchte, mit meinen Tipps deine Musik möglichst schnell so klingen zu lassen, dass sie im Radio laufen könnte und es gar nicht auffällt, dass du das in deinem Heimstudio aufgenommen hast. Also radiotaugliche Musik. Und nachdem wir letzte Woche schon geschaut haben, wie man mit dem Match-EQ von Logic Pro X dafür sorgen kann, dass man seine Musik mit einem Referenztitel abgleichen kann, habe ich eine ganze Menge Kommentare von Nicht-Logic-Nutzern drunter gehabt, also von Zuschauern, die nicht Logic haben, aber mir trotzdem gesagt haben, dass sie erstens das Video angeschaut haben, zweitens, dass es dufte fanden und drittens vor allem, dass sie auch gerne so eine Funktion in ihrer DAW hätten. Das waren dann Leute, die Cubase nutzen, Fruity Loops, was war dabei? Studio One natürlich, Pro Tools und Reaper und so weiter und so fort. Und die haben alle keinen eingebauten Match-EQ. Also habe ich mich auf die Suche gemacht, habe ja letzte Woche schon mal angekündigt, dass man das mit einem Pro Q2 von FabFilter machen kann, habe das überprüft und ja, es geht wunderbar. Der Match-EQ von, oder die EQ-Match-Funktion, so heißt sie im FabFilter Pro Q2, die funktioniert ähnlich. Nicht ganz so komfortabel wie im Logic, denn im Logic konnte man ja tatsächlich die Referenzquelle, also das, mit dem man seinen Song abgleichen wollte, direkt auf dem Plugin fallen lassen per Drag and Drop und schon hatte man die Analyse vorliegen. Das ist ein bisschen komplizierter mit dem FabFilter Pro Q2, aber es geht durchaus und das Ergebnis kann sich auch wirklich hören lassen. Letzte Woche haben wir uns dann angeschaut, wie man also seinen Song mit einem Referenztitel abgleichen kann. Heute möchte ich mal ein weiteres Einsatzgebiet von so einem Match-EQ zeigen und zwar gesetzt den Fall, du bekommst eine Aufnahme zugeschickt, sagen wir mal eine Sprachaufnahme und du musst die ergänzen zu Hause mit deinem Mikrofon. Das heißt, du hast eine Aufnahme von jemandem, der sie dir geschickt hat und du machst eine eigene Aufnahme mit einem anderen Mikrofon, mit einer anderen Quelle, mit einem anderen Preamp, mit einem anderen, was weiß ich, alles drumherum ist anders und du musst irgendwie dafür sorgen, dass die beiden Mikrofone einigermaßen gleich klingen. Auch dafür kann man den Match-EQ super nutzen. Wie? Das zeige ich dir gleich am Beispiel von Studio One mit dem FabFilter Pro Q2 und wenn ich damit fertig sein sollte, verpasst danach auf keinen Fall die Frage der Woche, denn da geht es darum, wie ich einen Mix aufbaue. Da gab es eine schöne Frage, da plaudere ich gleich mal ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen. Und wenn dir dieses Video gefällt, der Standardsatz, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Gefällt es dir nicht, drück einfach zweimal auf Daumen nach unten und dann passt das auf. Wir gehen jetzt aber erstmal in Medias Res, also los geht's. Und dann sind wir schon in der Session und wie du siehst, habe ich hier zwei Spuren aufgenommen. Einmal ein SM57, die Spur heißt Lesen SM57 und die andere Spur heißt Lesen AT4060. Das bedeutet, dass ich meine Sprachaufnahme, die ich gemacht habe, einmal mit einem SM57 und einmal mit einem AT4060 aufgenommen habe. Das 4060 ist ein Großmembran-Röhrenmikrofon von Audio Technica. Und wie das genau ausgesehen hat, das schauen wir uns jetzt mal eben kurz an. Es war einmal eine Barbara und diese Barbara liebte den Rhabarber. Daher nannte die ganze Welt sie nur die Rhabarber-Barbara. Die Rhabarber-Barbara hatte eine Bar und das war die Rhabarber-Barbara-Bar. In dieser Rhabarber-Barbara-Bar servierte Barbara gerne Rhabarbersaft. So, jetzt weißt du, wie der Aufbau gewesen ist, aber jetzt hören wir mal rein, was dabei rausgekommen ist. Denn ich habe ja mit beiden Mikrofonen gleichzeitig aufgenommen. Das heißt, wir müssten ja hin und her schalten können zwischen beiden Signalen und mal hören, wie die sich klanglich unterscheiden. Wir fangen mal mit dem SM57 an und dann schalte ich rüber zum AT4060 und mache das zweimal hin und her. Dann hören wir sicherlich die Unterschiede und man kann schon grob einschätzen, was der Match-EQ gleich leisten muss. Also, los geht's. Es war einmal eine Barbara und diese Barbara liebte den Rhabarber. Daher nannte die ganze Welt sie nur die Rhabarber-Barbara. Die Rhabarber-Barbara hatte eine Bar und das war die Rhabarber-Barbara-Bar. In dieser Rhabarber-Barbara-Bar servierte Barbara gerne Rhabarbersaft. Den Rhabarber-Barbara-Bar-Rhabarbersaft. Jo, viel Rhabarbersaft, aber vor allem kann man gut hören, dass die Stimmen sich wirklich deutlich unterscheiden. Das SM57 stand ja auch an der Seite und hatte keinen Nahbesprechungseffekt. Und das soll einfach so als Beispiel dafür gelten, dass man zum Beispiel eine Aufnahme von einem Freund zugeschickt bekommt. Der hat vielleicht wirklich ein dynamisches Mikrofon. Man selber soll auch eine Aufnahme ergänzen, hat aber ein Großmembranmikro und einen anderen Preamp und so weiter und so fort. Und so unterscheiden sich die beiden Signale, so wie sich jetzt diese beiden Signale auch unterscheiden. Wenn die beiden Signale dann aber am Ende des Tages doch einigermaßen gleich klingen sollen, also aus einem Rutsch, dann kann man auf jeden Fall einen Match-EQ gut gebrauchen. Den Match-EQ von Logic Pro X, den ich letzte Woche gezeigt habe, oder die EQ-Match-Funktion, da heißt es dann andersrum, vom FabFilter Pro Q2. Und den laden wir jetzt einfach mal hier in die SM57-Spur rein.
denn die möchte ich jetzt gleich anpassen und da wähle ich ihn mal aus. Da ist er schon, der ProQ2, ein sehr übersichtliches Interface, wie ich finde. Man kann hier eine ganze Menge einstellen. Das soll aber heute nicht Thema sein, sondern wir wollen uns ja heute erstmal mit dem EQ-Match auseinandersetzen. Und um diesen EQ-Match jetzt durchführen zu können, muss ich dem SM57-Track jetzt hier natürlich eine Referenz hinzufügen. Also muss die quasi füttern. Und das mache ich einfach mal hier auf der AT4060-Spur. Da kann ich mal den MV2 ausmachen. Ich habe hier zwei MV2 reingeladen in die Spuren, jeweils um die in der Lautstärke einigermaßen anzugleichen, damit die gleich klingen und damit hinterher keine Unterschiede in den Lautstärken kommen. Aber sonst haben die eigentlich keine Funktion. So, wie gesagt, also ich muss von der 4060-Spur jetzt eine Sidechain schicken. Oh, da war noch eine alte drin. Jetzt schicke ich mal hier eine Sidechain hier unten. Ich zoome da mal rein, dann kann man es hier genau sehen. Und da ist auch schon die Stereo in Lesen SM57. Das ist der Sidechain vom ProQ2. Und dieser Sidechain schickt jetzt also die See-Sidechain, ist ja weiblich, schickt jetzt ihr Signal quasi unhörbar an den ProQ2. Wo kommt das an? Hier unten ist eine Funktion beim Analyzer. Wenn man da mit der Maus drüber geht, dann geht direkt so ein kleiner Dialog los und da kann man auf EQ-Match klicken. Das mache ich jetzt mal. Klicke jetzt hier auf EQ-Match und dann sieht man schon, dass hier ein weiterer Dialog aufgeht. Und hier gibt es zwei Knöpfe, die man drücken kann. Einmal Input und einmal Sidechain. Input, der rote Knopf, bedeutet, dass er das Signal vom Input aufnehmen würde. Und Sidechain bedeutet, dass er das Signal von der Sidechain aufnehmen würde. Wir machen das mal getrennt. Ich schalte also erstmal den Input hier auf Pause. Und dann lassen wir mal solo die AT4060-Spur laufen und gucken mal, was der hier bei der Analyse herauskriegt. Ich schalte es auf Solo und wir hören mal von vorne. Los geht's. Es war einmal eine Barbara und diese Barbara liebte den Rhabarber. Daher nannte die ganze Welt sie nur die Rhabarber-Barbara. Die Rhabarber-Barbara hatte eine Bar und das war die Rhabarber-Barbara-Bar. In dieser Rhabarber-Barbara-Bar servierte Barbara gerne Rhabarbersaft. Den Rhabarber-Barbara-Bar-Rhabarbersaft. Genau, jetzt verändert sich die Kurve nicht mehr großartig. Dementsprechend kann ich die Analyse hier stoppen und drücke jetzt mal hier bei der Sidechain auf den Pause-Knopf. Das heißt, hier wird jetzt nichts mehr analysiert. Ich drücke jetzt hier bei Input mal auf den Aufnahmeknopf und jetzt würde er anfangen, wenn ich jetzt hier das SM57-Signal auf Solo schalte, das zu analysieren. Und er wird nicht nur eine weitere Kurve jetzt hier anzeigen, die ungefähr in dem Bereich von der roten Kurve sein wird. Das ist die Analyse des SM57, sondern darüber wird sich auch eine weiße, dickere Linie bilden und das ist die Differenz zwischen den beiden Signalen. Und das ist das, was er dann hinterher auch im Prinzip im Equalizer abbilden wird. Und man kann, wenn man jetzt zum Beispiel seinen eigenen Mix mit einem Referenzsong abbilden würde, an dieser weißen Linie sehr, sehr gut erkennen, wo die Unterschiede zwischen den beiden Signalen sind, in dem Fall die Schwächen zwischen deinem Song und dem original gemasterten Super-Duper-Song, mit dem du das vergleichst. Oder in diesem Fall kann man natürlich sehen, wo sich die Frequenzbereiche genau unterscheiden vom SM57, das ich unter suboptimalen Bedingungen aufgestellt habe und unter dem AT4060, das ja doch ein bisschen wärmer besprochen wurde. Natürlich auch extrem mit diesem Nahbesprechungseffekt, das würde man sonst auch nicht so stark machen, aber ich wollte ja einen Kontrast schaffen zwischen den beiden Signalen. Also, spielen wir das Signal vom SM57 mal ab und nehmen das jetzt mal hier mit der Analyse auf. Es war einmal eine Barbara und diese Barbara liebte den Rhabarber. Daher nannte die ganze Welt sie nur die Rhabarber-Barbara. Die Rhabarber-Barbara hatte eine Bar und das war die Rhabarber-Barbara-Bar. In dieser Rhabarber-Barbara-Bar servierte Barbara gerne Rhabarbersaft. Den Rhabarber-Barbara-Bar-Rhabarbersaft. So, jetzt haben wir die Analyse hier abgeschlossen. Ich drücke dann hier im Input auch mal auf den Knopf und damit sind die beiden Analysen abgeschlossen. Jetzt kann ich hier auf der rechten Seite auf Match klicken. Wenn ich auf Match klicke, da, das ist schon ein bisschen groß reingezoomt, also ich klicke auf Match, dann passiert, ich zoome mal raus, dann sieht man es vielleicht auch, was passiert. Dann passiert Folgendes. Bupp, er stellt hier mit der gelben Linie jetzt eine EQ-Kurve ein, die jetzt mit, was haben wir hier, mit 5 Punkten ungefähr das widerspiegelt, wo sich die beiden Signale unterscheiden. Und jetzt kann man super ablesen, wie sich die beiden Signale unterscheiden. Wir haben im Bassbereich, dadurch, dass ich beim SM57 natürlich keinen Nahbesprechungseffekt habe, ein großes Defizit, das hat er hier versucht stark anzuheben. Dann im Mittenbereich gibt es Unterschiede und im Höhenbereich, also er hat eine ganze Menge abgesenkt, das heißt, das SM57 ist anscheinend deutlich brillanter und mittenlastiger im oberen und im unteren Mittenbereich. Das heißt, die beiden Signale unterscheiden sich. Diese EQ-Kurve kann man jetzt noch modifizieren. Wir haben jetzt hier auf der rechten Seite 5 verschiedene EQ-Punkte eingestellt. Das kann man entweder runterdrehen, wenn einem das zu viele Punkte sind, oder dann bleibt nur noch eine übrig, nämlich der Hype.
der Low-Shelf, der hier unten eingestellt ist. Oder man geht hier ein bisschen differenziert daran und kann verschiedene andere Punkte bis zu, ich glaube, 24 Punkte einstellen. Das wäre aber sehr, sehr hakelig. Ich gucke mal, dass wir jetzt nicht, dass wir eine möglichst harmonische Kurve machen im Bereich von, sagen wir mal, ja komm, machen wir 7 Punkte einfach mal und gucken mal, wie die EQ-Kurve gleich klingt. So, ich drücke auf Finish. Und damit ist der Prozess abgeschlossen. Das SM57-Signal wurde jetzt quasi mit dieser EQ-Kurve angepasst im Sound an das vom AT4060. Und ich schlage mal vor, dass wir uns das jetzt mal anhören. Wir starten mit dem AT4060 und ich schalte dann einfach mal rüber. Vielleicht kannst du ja auch mal gucken, dass du zwischendurch mal die Augen zumachst und versuchst, einen Unterschied zu hören. Und ich bin jetzt selber gespannt, was er bei dieser EQ-Kurve wohl rausbekommen hat. Also starten wir mit dem AT4060. Es war einmal eine Barbara und diese Barbara liebte den Rhabarber. Daher nannte die ganze Welt sie nur die... Oh, es ist leiser geworden. Na klar, der Equalizer hat eine ganze Menge abgesenkt hier. Das heißt, ich muss die mal kurz in der Lautstärke anheben, beziehungsweise das SM57 anheben. Ich schalte mal beide eben auf Solo und dann können wir mal kurz hören, dass ich die auf die gleiche Lautstärke kriege. Die Rhabarber-Barbara. Nach Auge mache ich das. Die Rhabarber-Barbara hatte eine Bar und das war die Rhabarber-Barbara-Bar. In dieser Rhabarber-Barbara. Okay, das sollte ungefähr der gleiche Level sein. Ich habe über 7 dB angehoben. Aber ist klar, der Equalizer hat eine ganze Menge im Mittenbereich und so weiter abgesenkt, weil das SM57 einfach deutlich präsenter da war als das AT4060. Und jetzt müssten aber beide dann wieder einigermaßen die gleiche Lautstärke haben. Hören wir nochmal von vorne und vergleichen wir jetzt nochmal. Also Augen zu und hören, ob du den Unterschied hörst. Es war einmal eine Barbara und diese Barbara liebte den Rhabarber. Daher nannte die ganze Welt sie nur die Rhabarber-Barbara. Die Rhabarber-Barbara hatte eine Bar und das war die Rhabarber-Barbara-Bar. In dieser Rhabarber-Barbara-Bar servierte Barbara gerne Rhabarbersaft, den Rhabarber-Barbara-Bar-Rhabarbersaft. In diese Bar, in die Rhabarber-Barbara-Bar, kamen auch sehr gerne ein paar Barbaren. Das waren die Rhabarber-Barbara-Barbaren. Okay, ich habe die Lautstärke nicht ganz getroffen zwischen den beiden Kanälen, aber trotzdem finde ich es doch sehr erstaunlich, wie nah die beiden Sounds tatsächlich beieinander sind. Also ein SM57 in suboptimaler Position kann man mit dem EQ-Match quasi fast auf das gleiche Niveau heben wie das 4060. Natürlich Obertonverhalten und so weiter und so fort, das giltet alles nicht. Aber so der grobe Soundeindruck ist auf jeden Fall gleich und ich glaube, wenn man blind hinhört, dann hört man den Unterschied definitiv nicht sofort raus. Man kann also damit quasi 2 Signale aneinander anpassen, matchen. Und dafür ist der EQ-Matcher da. Das Schöne ist, das funktioniert in jeder anderen DAW natürlich auch und man braucht den Match-EQ aus Logic eben nicht, sondern nur den Pro-Q2. Wie gesagt, der ist nicht also, was heißt günstig? 145 Euro. Ich habe gerade noch mal auf die Seite geguckt, kostet der im Moment. Aber ich finde, er ist jeden Euro wert, weil man kann natürlich nicht nur das hier damit machen, sondern jede Menge anderen Quatsch auch. Ich glaube, wenn du diesen Equalizer hast, dann brauchst du kein weiteres Dritt-Plugin, zumindest kein käufliches, denn dieser Equalizer ist so vielfältig einsetzbar und so klingt so transparent und gut, dass man im Prinzip keinen weiteren Equalizer braucht. Zumindest keinen für Analyse, für Reparatur, für Matchen und so weiter und so fort. Lohnt sich also das Teil und jetzt gehen wir mal rüber zur Frage der Woche. Los geht's. Also schon unglaublich flexibel einsetzbar, so ein Match-EQ. Man kann also nicht nur seinen Song mit einer Referenz abgleichen, sondern man kann auch noch dafür sorgen, dass zwei völlig unterschiedliche Signale einigermaßen gleich klingen. Klar, Rauminformationen, falls in einem etwas halligeren Raum aufgenommen wurde, kann man natürlich nicht rausrechnen, aber man kann zumindest vom Klangeindruck, vom Audio-Fingerabdruck, vom frequenztechnischen Fingerabdruck kann man dafür sorgen, dass sie einigermaßen gleich klingen. Also, mit dem Pro-Q 2 funktioniert das auch wunderbar und jetzt schauen wir mal in die Frage der Woche. Die kommt heute von Bernhard und Bernhard fragt mich: Hallo Jonas, danke für deine Tipps, sehr gerne Bernhard, bearbeite gerade meinen ersten großen Mix mit vielen Spuren und da sind deine Tipps extrem hilfreich. Das freut mich sehr. Man steht davor und weiß nicht, wo man anfangen soll. Danke. Vielleicht als Idee ein Video über genau diese Situation. Mein erster Mix. Was nun? Lieber Bernhard, ich mache ja demnächst meinen großen Live-Mix, in dem ich endlich mal wieder live vor der Kamera 2 Stunden mixe. Und falls du oder falls jemand von den anderen Zuschauern mir da draußen noch einen Song zuschicken möchte, den ich vielleicht mixen soll im Rahmen dieses Live-Mixes, dann schick mir eine Mail an jonas@recording-blog.com und dann nehme ich aus allen Einsendungen, suche ich mir einen Song raus und dann lasse ich mir die Spuren zusenden und dann mixe ich den am 12. Februar. Es ist, glaube ich, um 21 Uhr. Montag, 12. Februar, 21 Uhr. Also einschalten nicht vergessen, schon mal eine Markierung in den Kalender reinmachen und vielleicht mische ich ja deinen Song.
Aber wenn ich dann daran gehe, dann bekomme ich ja komplett leere Spuren zugeschickt. Und da muss ich dann tatsächlich den Mix komplett von vorne anfangen. Denn normalerweise, wenn ich meine eigenen Songs mache, dann mische ich die nicht, wie der Engländer sagt, start to finish, also von vorne bis hinten einfach mit leeren Spuren und dann höre ich hinterher mit einem fertigen Song auf, sondern ich mische, während ich den Song schreibe. Das heißt, ich schreibe erst mit einer Akustikgitarre, schreibe ich den Song ungefähr einigermaßen im Ablauf, dann spiele ich ein Schlagzeug, das mische ich, dann spiele ich einen Bass, mische das da rein, spiele ich Gitarren, mische ich da rein und so wächst der Song Stück für Stück. So ist bei mir der Entstehungsprozess von einem Song, wenn ich ihn selber schreibe. Wenn ich allerdings fremde Spuren zugeschickt kriege, wie demnächst beim Live-Mix, dann ist es so, dass ich erstmal damit anfange, die ganzen Spuren zu sortieren. Das heißt, ich sortiere alles nach Farben, sorge dafür, dass leere Stellen verschwinden in den einzelnen Spuren, damit ich so ein bisschen Struktur reinkriege, sortiere das Schlagzeug oben, dann Bass und so weiter und so fort. Dann als nächstes versuche ich mal im Bereich des Gain-Stagings, wie der Engländer das so schön nennt, versuche ich einen groben Mix herzustellen und zwar nur mit den Fadern, indem ich nur die Lautstärken einigermaßen hinbiege. Und das Ganze mache ich dann meistens im letzten Refrain, weil da die meisten Instrumente normalerweise spielen. Nimm also den letzten Refrain und schieb da die Regler so, dass der Mix einigermaßen ordentlich klingt und benutze in dem Fall dann auch schon das Panorama, also Lautstärkeregler und Panorama, aber noch keine anderen Plugins oder sonst was irgendwie. Und anschließend taste ich mich dann Stück für Stück vor, fange dann mit dem Schlagzeug zum Beispiel an und gucke dann, ob ich dann erst Bass und Gitarren dazu nehme oder ob ich dann erst die Vocals dazu mische. Je nach Song gucke ich, was da am wichtigsten ist. Und so wächst der Song Stück für Stück, aber ich fange auf jeden Fall immer vorne mit Sortieren an, mit Strukturieren, mit Farben, mit Aufräumen und so weiter und so fort. Und das zeige ich dann aber alles im großen Live-Mix. Und falls du deinen Mix anders angehst, Bernhard oder jemand anders auch, Bernhard, du fängst ja gerade erst an, aber vielleicht die erfahrenen Leute unter euch in der Recording-Blog-Familie, schreibt doch mal unten rein, wie ihr eure Mixe angeht, weil da ist bestimmt auch noch was bei, wie ich vielleicht einen Mix auch nochmal neu angehen kann. Man soll sich ja immer auch ein bisschen verändern, wenn man was neu macht, weil man dann kreativer arbeitet und dementsprechend bin ich da gespannt, wie ihr eure Mixe angeht. Wir schauen uns dann an, wie ich das mache am 12. Februar. Würde ich mich freuen, wenn du da einschaltest und wir sehen uns dann auf jeden Fall nächste Woche schon mal zum nächsten Video im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yasu.